Naja, im Prinzip kommt jetzt nichts anderes raus wie gestern, würde ich sagen, so, ne? Allgemein. Also ich habe jetzt keine neuen Erkenntnisse jetzt. Ach, schön. Mr. Delanoir. Ja, wenn was anderes dabei rauskommt, ja, können Sie einen Code, wäre ehrlich. Miss Hay, das liegt nicht in meiner Macht. Ich sag's ihm, wie es ist. Ja. Ich kann Beschlüsse verfassen, aber die kann jeder Richter zurücknehmen. Ne? Mhm. Also, das ist es halt. Nein, aber ich denke mal, ist ja nichts anderes gesagt worden wie gestern auch, hallo. Nee. Nur das Kurve jetzt, seit wann lassen wir für die Glaubwürdigkeit keine schriftlichen Aussagen zu? Das ist absolut frech, wirklich. Die hätte ich aber auch nicht zugelassen. Das ist frech. Es geht um die Glaubwürdigkeit des Zeugen. Ja, aber die Begründung, die die Anwälte geliefert, das passte, ne? Du warst in einer Stresssituation danach, ja. Mhm. Ja, ich befinde mich auch in sehr vielen Stresssituationen, Mr. Delanoir. Ja. Miss Hayne, das wäre schlimm, wenn wir immer die gleichen Blickwinkel ist hätten, auch, ne? Es ist auch wirklich stressig, wenn man gerade versucht hat, einen Raub zu begehen und das nicht klappt und die Polizei da steht. Da wäre ich auch wirklich echt gestresst, bin ich ehrlich. Ja, ja gut, das haben sie aber nicht angeklagt, ne? Nö. Hat auch keiner gesehen. Ja. Mein Bruder ist auch gerade am Schwitzen, ne? Ich weiß, er hat mich schon dreimal angerufen, deswegen. Ja. Ja. Der ist halt der Willy Campbell da in den Zellen und der will alle seine Taten gestehen. Das ist doch großartig. Für alles die Maximalstrafe. Ja. Ach Gott. So, der wird sich wundern, wie, in wie viel Sammelakten der Mann drin steht und deswegen das jetzt gar nicht gestanden hat. 59, wären alle Parteien soweit? Ja. Sehr schön. Jo. Gut. Frau Zane. Ja, Abschlusspädagogie. Verehrtes Hohes Gericht, verehrte Anwesende. Die Ausrede, dass die Angeklagte einfach nur eine schlechte Fahrerin sei, hat hier keinerlei Belang. Wenn mehrere Streifen wegen mein Auto eingreisen, dann versuche ich nicht mal mehr den Motor zu starten, auch wenn ich gerade in einer absoluten Stresssituation bin. Die Streifen wegen sind auch nicht alle wild auf sie zugefahren, sondern die Officer kamen zunächst von hinten normal an das Auto heran. Zudem hat Mr. Johansen selbst zugegeben, dass Miss Patel in die Autos fuhr. Miss Patel wiederum behauptete, dass die Streifen wegen in sie reingefahren wären. Auch hier wieder absolute Widersprüchlichkeit. Alles zusammengenommen zeigt somit die bewusste und auch wiederholte Sachbeschädigung. Ein Gutachten des Schadens, das hier immer von den Anwälten eingefordert wurde, ist überhaupt nicht notwendig, da es nicht um einen Schadensersatz geht. Dass die Fahrzeuge repariert werden mussten, kann auch ohne Gutachten festgestellt werden. Die Officer wiesen sie mehrfach an, stehen zu bleiben. Selbst wenn sie dies aufgrund des lauten Schrottwagens nicht hätte hören können, sollten zumindest die offensichtlich erkennbaren Streifen wegen und die uniformierten Officer sie stutzig machen und dazu veranlassen, das Ganze mit abgeschaltetem Motor zu klären. Sogar ihr Lebenspartner wies sie darauf hin. Sie entschied sich allerdings dagegen. Somit ist auch der Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte erwiesen. Folgende Anklagepunkte sieht die Staatsanwaltschaft somit. § 19 Absatz 2 CC Sachbeschädigung von Staatseigentum. § 23 Absatz 1 CC Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Das Strafmaß setzen wir an bei $6.000. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Zane. Ich habe es sogar noch teurer gemacht. Viel Spaß damit. Nur Ihr Abschlussplädoyer. Ja, das halte ich. Das ist natürlich auch möglich. Gut, perfekt. Ja, werte Gericht, werte Anwesende, vorweg danken wir natürlich dem Kurt für die Berufung eines Falles, der normalerweise noch nicht mal vor Gericht hätte enden sollen. Ich glaube, darüber sind wir uns hier auch hier heute alle einig. Ja, richtig. Sie hätten sie einfach annehmen können. Sind, ist die Tatsache, dass die geforderte Strafe es nicht wert ist, überhaupt gefordert zu werden. Warum, muss ich kurz erklären. Die Unterstellung der bewussten und freien Entscheidung der Fahrzeuge, die Officer zu demolieren, ist haltlos. Nach Aussage einer sie der widerspricht Zeugen, sich, Mr. Romano. Einen von 45 bis 60 Sekunden. Sie widerspricht sich, Mr. Romano. Ich bezweifle, dass die rationale Entscheidung einer bewussten Handlung innerhalb dieser Zeitfrist unter Betrachtung der genannten Situation. Sie hat gesagt, die sind alle in sie reingefahren. Aus aber offensichtlich sind die Sicht nicht in sie reingefahren. Mich in der Warteschlange bei Rayfood zu entscheiden, welchen Burger ich überhaupt möchte. Und manchmal warte ich länger als 60 Sekunden. Der Vergleich ist witzig. Der zweite Officer stellte klar, dass Mr. Johansen eine Aussage. Der zweite Officer stellte klar, dass Mr. Johansen eine Aussage vor Ort machte, die nicht einmal aufgenommen wurde. Hier muss ich leider erwähnen, dass dieses Vorgehen recht fragwürdig scheint. Dies hat hier und heute aber keine Relevanz und obliegt an einer anderen Stelle. Ja, eben. Des Weiteren stellte sich hier heute heraus, Warum dass die anwesenden dann, Officer nicht einmal wissen, erstens, welche Werkstatt für Gutachten zuständig ist und zweitens nicht bestätigen können, ob überhaupt die Anstrengung getätigt wurde, ein Gutachten zu erstellen. Braucht man auch nicht, ist kein Schadensersatz. Wie kann eine Sachbeschädigung entstanden sein, die nicht mal belegt oder dokumentiert ist?
Also alles reine Mutmaßung und Spekulation, ob und inwieweit überhaupt ein Schaden Wehe, entstanden Code, ist. Wirklich, bin richtig Zusätzlich sauer. Zusätzlich wird hier ein Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte angeklagt, der keinen Halt hat. Für die unter uns, mit dem Gesetz nicht so bewandert sind, jetzt haben wir einen Cabrio und es regnet. Erst dann, wenn Gewalt angedroht oder durchgeführt wird, um einer Maßnahme zu entgehen. Ich frage mich, wann dies passiert sein soll. Ja, und Gewalt vor allem gegen Streifenwegen. Wie unser Mandantin dies getan haben sollte. In 45 bis 60 Sekunden während des Polizeiflippers, gefangen zwischen zwei LSPD-Fahrzeugen. Denn eingekesselt wurde sie ja. Das wurde ja bestätigt. Offensichtlich sogar so, dass sie keinen anderen Ausweg als die Tankstellenmauer sah. Wir haben Cabrio. Ob sie hier freiwillig gegengefahren ist, lasse ich einmal in so einem Raum stehen. Da steht nur wolkig. Aber ich behaupte, hier stand das? Die Kontrolle bereits bei dem eingekesselten Officer, nicht bei ihr selbst. Des Weiteren zweifle ich nicht nur an der Verhandlung gestern, heute erneut ein Stück weit an unserem System. Es werden Sachbeschädigungen angeklagt, die Officer während eines Einbox-Manövers offenkundig und bewusst in Kauf nahmen. Es wird ein Widerstand angeklagt, der nicht stattgefunden hat. Ja doch, wenn sie es bewusst in Kauf nahmen, dann wollte sie ja fliehen. Und zwar vor ihrer polizeilichen Maßnahme. Natürlich vollumfänglich auf Also Mr. Romano, da müssen Sie sich schon entscheiden. Entweder Sie bringen das Argument mit, die haben das offensichtlich angenommen, diesen Sachschaden, wenn sie die einboxen. Oder sie hatte gar nichts damit zu tun. Wollen Sie das nutzen? Also, dann muss er sich jetzt schon entscheiden. Eins von beiden. Ja, komm, sag das mit der Single nochmal. Komm. Haben Sie mit mir gesprochen, Mr. Cook? Ja, Frau Patel, genau. Sie haben die Möglichkeit auf das letzte Wort. Oh nein. Wollen Sie das nein. Nutzen? Ja, selbstverständlich. Oh, bitte nicht. Oh nein, 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 bitte nicht. Ich möchte gerne meiner Ex-Freundin Emma oh nein, bitte danken nicht. Dafür, dass sie mir das Herz gebrochen hat. Oh nein, bitte und nicht. Mich zu dem Mensch gemacht hat, der ich heute bin. Nein, ich will nicht. Ich habe einen Dank. Bitte bedenken Sie weiterhin, dass meine Autogrammkarten im Spooktober-Sale sind. Danke. Ja, darf ich gehen? Ich habe Angst vor Gewitter. Ich habe Angst. Ich habe Angst vor Gewitter. Darf ich bitte gehen? Sie können auch gerne darauf Ihre Single hinweisen. Darf ich gehen? Wollen. Ja, ich bringe demnächst eine Single heraus. Ich heiße Papirella. Darf ich bitte gehen? Es wurde Cabrio bei der Zulassung umgemeldet. Dann? Schnell, Gewitter. Darf ich gehen? Damit sich das Hohe Gericht für circa 5 Minuten zurück. Ich setze das Ganze um 21.10 Uhr fort für die zum Urteil. Ich will nicht. Es gewittert. Ja, und damit hatte Code wieder Kopfschmerzen, ja? Ja, zurück auf meinen Schoß, ne? Gewitter drauf. Ja, eigentlich muss ich mich auf die Seite setzen, oder? Das steht Ihnen frei. Na, was denken Sie? Mr. Scott, wir sind nicht auf einer Hochzeit, das ist schon okay. Ja. Auf welcher Seite Sie sitzen, ist egal. Sagen Sie mal, ich finde das eine absolute Frechheit. Ich habe mir heute ein Cabrio gekauft und jetzt gewittert das hier. Was soll das? Ach, ich dachte, das kam von der Frau Patel. Zur Untermalung ihrer Single. Hä? Ach, bitte nicht. Ich glaube, das ist ihr Wutanfall, Miss Zane, glaube ich. Wenn sie dann kriegen, wenn hier gleich ein Freispruch rauskommt. Ich bin ganz ehrlich, manchmal habe ich wirklich das Gefühl, ich kann meine Stimmung beeinflusst das Wetter. Ja, manchmal schon. Glauben Sie, es läuft noch ein Freispruch raus? Bei Codewell? Definitiv. Es wurde beantragt zumindest, ne? Von der Rechtsanwaltschaft. Ganz ehrlich, wenn er das da sieht, ne? Dreh ich wirklich durch. Ja. Wissen Sie, was ich gesehen hätte? Also ganz ehrlich, die Verteidigung, wenn sie sagt, also jetzt mal als Laie, ja, ich bin ja kein Fachidiot, sorry. Aber er hat ja, der Lebensabschnittsgefährte hat zugegeben, dass die in die Streifenwagen reingefahren sind. Ja, da ist doch ganz klar, dass eine Sachbeschädigung vorliegt. Habe ich gerade in meinem Abschlussplädoyer sogar gesagt, dass er es gesagt hat und sie hat schon wieder gesagt, dass die Streifenwagen in sie reingefahren sind. Ja? Absoluter Widerspruch. Ja. Wissen Sie, wie ich gut urteilt hätte? Nee. Schuldig in beiden Anklagepunkten. Ich hätte sie zu $3.000 verurteilt und als Bewährungsstrafe und Fahrtraining gegeben. Warum nur $3.000? Das Doppelte, was er von Anfang an hätte zahlen müssen. Ja. Das ist immerhin. Achso, ja, also okay. Miss Peterson hat mir gestern mit 5.000 zugestimmt. Ja, aber ich bin ja frei in meiner Entscheidung, ne? Ich finde 6.000 ein bisschen viel dafür. Ja, ich habe es jetzt auch nur teurer gemacht, weil wir in Berufung gegangen sind, ne? Ja, gut. Sonst wäre ich bei 5.000 geblieben. Ja, gut. Ja. Aber das hätte ich auch gestern geurteilt. Gerichtskosten, auch, Mr. Delanoir. Gerichtskosten. Ich sag's auch, wie es ist. Ich hätte es auch gestern so geurteilt. Ne? Genau. Wir müssen das ja in die Staatskasse zurückbringen, weil dass wir hier zweimal Richtig. Die müssen. Officer mussten zweimal hier antanzen. Die Richter mussten mehrfach antanzen. Ich bin auch teuer, Mr. Delanoir, ne? So
Ja, nicht. Herr Kortwell hat auch schon Kopfschmerzen ohne Ende gekriegt. Ne? Ja, eben. Ja, ja, deswegen wird es jedes Mal teurer, ja. Bei dem Fall hätte ich auch Kopfschmerzen. Ja, ich bin gespannt. Also, wie gesagt, bei dem Widerstand, ja, denn der wäre für mich zum Beispiel jetzt ein bisschen wackelig, aber die Sachbeschädigung, die ist ja klar in meinen Augen. Da braucht man auch kein scheiß Gutachten für. Dass sie repariert werden muss, ist ja wohl klar. Ja gut, man muss auch berücksichtigen, sie war ja in Panik gewesen, ne? Mr. Delanois. Man muss davon ausgehen, dass sie den Shoprauf nicht begangen hat. Die ist ja nicht dafür angeklagt, deswegen ist sie frei zu sprechen. Ne? Deswegen ist sie ja, das hat mir auch nicht angeklagt. Und auch der. Und wenn sie nichts gemacht hat, Mr. Delanois, warum hat sie dann so viel Angst vor Polizisten? Das ist die Frage. Ja, genau. Panik, ne? Na, warum? Also trotzdem ist es nicht in Ordnung, dass sie. Kein Mensch hat Angst vor Polizisten, wenn er nichts gemacht hat, Mr. Delanois. Ja, keiner. Also das kann man ja auch nicht sagen, dass niemand Angst vor Polizisten hat. Das gibt es halt da draußen schon. Es aber gibt schon ein, zwei Polizisten, vor denen habe ich auch Angst, ne? Aber die Aussage generell zu tätigen, dass wenn da zwei Streifenwagen vorfahren und generell mal zu sagen, die könnten ja entführt sein, schwierig. Ja, weil da bleibt man stehen und ne, also da muss man genau. Ja nicht von ausgehen. Ne? Das ist ja auch nicht der Regelfall, dass Streifenwagen entführt werden. Eben. Genau. Deswegen ist das Argument für mich sehr schwach. Ja, ja. Ja, aber so Berücksichtigung, dass sie in Panik war, wie gesagt, da würde ich auf 3000 kommen und ich glaube, Fahrtraining wäre gar nicht verkehrt, deswegen würde ich das versuchen, auch Bewährung zu machen. So straffällig ist sie, glaube ich, nicht, oder? Ich habe jetzt noch nie in die Aktenreize von ihr reingeguckt. Naja, wenn sie es vergleicht mit Mikey Booth, dann ist keiner hier richtig straffällig. Ja, gut. Ja, der ist aber auch keine Messlatte, Frau Zane, ja, wollte gerade sagen. Also. Ja, sorry. Auch ein Extrem. Drei verurteilte Akten hat sie bisher. Geiselnahme, Jobraub und noch ein Jobraub. Ja. Okay, dann wird es schwierig. Bei Geiselnahme, weiß ich nicht. Mit Bewährung und so? Schon lange her oder noch nicht so lange? Ja, gucken Sie nicht extra nach. Jetzt zu spät, jetzt habe ich schon aufgemacht. Die Geiselnahme vom 9.9., ja. Also ist schon verjährt quasi. Also Sie wissen ja schon, was ich meine. Ja, ja gut, nee, dann hätte ich Bewährung tatsächlich gemacht. Dann hätte ich Bewährung gemacht. Aber wie gesagt, das wäre jetzt nur meine persönliche Entscheidung gewesen. Gott will es ja frei in seiner Entscheidung. Ne? Der kann ja auch 50.000 lebenslänglich. Ne? Lebenslänglich was? 50.000? Na gut, ja, doch, wenn er den Widerstand. Oder was? Ja. Wenn er den Widerstand auch macht, dann stimmt, dann kann er 50.000 machen, aber wenn er nur die Sachbeschädigung hat, dann kann er nur bis 20.000, ne? Ja, aber das würde ja den Rahmen sprengen. In Luxemburg darfst du ja die Urteile aufheben, ne? Ja, schon. Gut. Mache ich auch öfters. Warte mal, Henri, bist du's? Also ganz ehrlich. Ja. Doch, du siehst ja ganz anders aus. Also alles über 1,5 fände ich gut. Dann hat wir haben die ganze es 21:10 Uhr. Ich setze die Verhandlung vor dem Aktenzeichen 2682-0. Darum, dass sich alle erheben zur Urteilsverkündung. Muss ich mich auch erheben? Ja. Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil. Frau Patel wird unschuldig gesprochen bezüglich Paragraph 23. Aber komm, Sachbeschädigung schon. Vollstreckungsbeamte. Komm, Sachbeschädigung. Frau Patel wird schuldig gesprochen. Ja, Gott sei Dank. Warte mal, jetzt habe ich einen Blues zu viel, ne? Ich habe gestern das als Blues eingetragen, oder? Habe ich? Wird verurteilt nicht zu einer Geldstrafe in Höhe von 2000 ja, Dollar. Ja, es ist teurer geworden. Allerdings. Ja! In Form von sozialer Arbeit. Es ist teurer geworden, da muss ich einen Loose weniger machen. Fahrtraining mit dem Community Center verrichtet werden können. Es ist teurer geworden! Ja! Meine Güte. Alles geschafft, was wir wollen. Dieses Fahrtraining. Habe ich gestern gemacht oder nicht? 7 Tagen zu verrichten. Und warte, ich muss kurz die Statistik angucken. Dann nee, habe ich nicht. Verlorenverhandlung weiterhin 2. Ansonsten muss ersatzhaft angetreten werden. Ja, es ist teurer geworden. Es hat sich nicht gelohnt für Sie. Woo! Das steht außer Frage. Man könnte sagen, Sie fahren einmal rein. Ist ein Versehen. Fahren ein zweites Mal rein. Das ist schon schwierig, aber vielleicht auch noch ein Versehen als sehr schlechte Fahrerin. Das Gewitter schon aber vorbei. Sie fahren hier 3, 4, 5, vielleicht sogar noch häufiger immer wieder ein Auto rein. Das als Versehen zu bezeichnen, ist dann doch eher schwierig. Es ist teurer geworden. Es wurden allerdings durchaus von der Verteidigung Zweifel gesät,
ob es sich hierbei um einen Widerstand gehandelt hat. Denn ja, ein Widerstand ist auch möglich in Form einer Sachbeschädigung, indem ich mit einem Auto reinfahre. Allerdings, ja, die Prüfung hat Sinn gemacht, dass ich keine 5.000 bezahlen muss. Dass Frau Patel, aber jetzt muss ich auch noch Führerschein-Dings machen. Eine unfähige Autofahrerin ist. Weiterhin also den Strafbefehl abzulehnen hat sich nicht gelohnt für sie. Die Berufung hat sich für sie gelohnt aufgrund von 3.000 Dollar. Und für mich hat sich die Zeit, die ich hier rein investiert habe, einfach null gelohnt. Also wirklich 0,0. Gegen dieses Urteil gibt es keine Rechtsmittel mehr, weil sich bereits hierbei um das Berufungsverfahren gehandelt hat. Das Verfahren ist hiermit geschlossen. Ja. 2000 ja. Mehr als in der Akte. Hätte richtig, ich hätte mal den Strafbefehl angenommen. Naja. Auf Wiedersehen. Na dann. Bestes Urteil. War mir persönlich wichtig, dass ich das eben nicht richtig, gelohnt hat, für so eine Scheißaktion mir so auch. Vor Gericht zu gehen. Hätte es einfach gezahlt, hätte uns alle richtig. Nerven und Mühen gespart. Richtig. Hoffentlich macht sie es jetzt immer. Hoffentlich nimmt sie jetzt die Strafe viel an. Mein ja. Gott. Ja, jetzt hat sie ja keine, sie hat ja keine Möglichkeit mehr, sie muss ja. Nein, ich meine die kommenden. Achso. Achso, das ist das Land? Ja. Ja, richtig. Ach, schön. Bitte also, vielen Dank, Mr. Scott, ja? Ah, kein Problem, Frau Sein, immer wieder gerne. Ah, ich bin nein, jetzt gewittert das immer noch? Nee, ist überhaupt gewittert? Ja, es hat gewittert, ich schwöre! Ja, hat es. Ja. Hat sich gescheppert. Ja. Toll, ich habe ein Cabrio und es gewittert, toll, echt. Mhm. Ich freue mich. Und jetzt ist doch was? Schon wieder... Zum Glück hab ich das scheiß Dach zugemacht, Mann. Ah. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Es hat sich nicht gelohnt, den Strafbefehl abzulehnen. Es hat sich nicht gelohnt, den Strafbefehl abzulehnen. Es hat sich nicht gelohnt, nicht gelohnt. Es hat sich nicht gelohnt, nicht gelohnt, den Strafbefehl abzulehnen. Dum, dum, dum. So, Leute, was lernen wir daraus? Wenn Frau Zane schon so nette Strafbefehle gibt mit so wenig Geld, ja, dann nehmt sie doch einfach an. Also ernsthaft. Ist ja nicht so wie dieser 20.000 Dollar Strafbefehl für ein Schöppchen von Mr. Sinister, ja? Den würde ich auch ablehnen, bin ich ehrlich. Ja, bin ich ehrlich. So, wieder eine Akte weniger mit unserem Namen drauf. Hervorragend, Gott sei Dank. Was war jetzt Freitag? Freitag war... Warte mal, welches... Sonntag war jetzt diese Geiselnahme bei dieser Fuchsjagd, oder? Was war jetzt Freitag für eine Akte? Ach, scheiße. Kann ich nämlich schon mal versuchen, die Zeugen zu erreichen. Die 45422 wird erwartet. 45422. 45422. Ach, Tiki Lala, die 21 Geiselnahme-Dings. Okay, ja, cool. Ach, scheiße. Oh Gott. Oh Gott, was hab ich... Oh Gott, welche Zeugen hatte ich denn da? Don't fuck with Zane vor Gericht. Naja, man kann schon sehr gut mit ihr fucken. Also, nicht fucken, also wisst schon. Vergiss. Gerade am Anfang hat das ja immer sehr gut funktioniert. Jetzt haben wir uns die Richter so ein bisschen erzogen. Das ist dann der... Theoretisch wäre es der 12. gewesen. Wo ist meine Anklage vom 12.? Da ist sie. Da ist sie doch. Markov, rufen wir gleich an. Cloud, Maxwell, Bradford. Was hast du jetzt gesagt? Ach Mann. Was wollt ihr von Bradford wissen? Ich muss mich konzentrieren. Also, Bradford, was hatten die gesagt? Bradford 19 hat gesagt, wir fuhren die Geiselnahme in der Stadt an. Absperrmaßnahmen haben die gemacht. Da
Dann hat sich das Ganze aufgelöst, dann ist der Schükeli weggefahren, die sind da hinterher gefahren und den konnten sie stellen. Und die konnten Grayson Sanford von Morningwood stellen. Okay, das heißt, ich wollte von dem nur haben, dass die diesen, dass der da definitiv mit dabei war. Okay. Verstanden. Was wollte ich von dem anderen Bradford? Anschließend schossen wir unser drehenden 41 flüchtigen Wagen an und verfolgten diesen Richtung Norden-Sümpfe. Trafen auf einen der Geiselnehmer, welcher am Straßenrand rief. Also ich wollte wissen, warum der darauf kam, dass der zu den Geiselnehmern gehörte. Dieser schrie los, zog seine Waffe und verlangte unser Fahrzeug. Vor Großhandel öffnete den Schuss auf uns. Also da ist der Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Und die schwere Körperverletzung. Dafür brauchen wir Bradford PD-40. Und ich muss ihn fragen, wer von denen das eigentlich war. Das ist natürlich schon wieder schwierig. Was wollte ich von Maxwell? Maxwell. Er war innen drin, stimmt. Er war innen drin. Konnte sagen, wie viele das waren. Und von Markov wollte ich einfach nur, dass er sagt, wer die Rechnung bezahlt hat. Okay. Okay. Und von, was wollte ich von Cloud? Keine mehr. Also fangen wir mal an. Bradford. So, von der 40 wollte ich die schwere Körperverletzung und den Widerstand. PD 40 Bradford, hallo? Mr. Bradford, Zane hier. Sagen Sie, Sie haben doch bestimmt so eine Einladung für Freitag erhalten, ne? Für so eine Gerichtsverhandlung. Ja, richtig. Richtig. Haben Sie sich die Akte schon mal angeguckt? Ja, die Akte habe ich mir angeguckt, ja. Weil das ist ja schon ein Stückchen her. Ich wollte Sie nur darauf hinweisen. Also erstens, lesen Sie sich bitte Ihre Aussage nochmal durch. Bleiben Sie auch bei der Aussage, wenn Sie sich nicht mehr erinnern sollten. Ansonsten lügen Sie natürlich nicht. Worauf ich bei Ihnen hinaus möchte, ist im Endeffekt der Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, ne, da sich derjenige ja gewehrt hat gegen die Festnahme und auch die versuchte schwere Körperverletzung, weil wenn zweimal auf Sie geschossen wird, ganz ehrlich, hätte Sie auch härter treffen können. Ja, das ist richtig. In dem Sinne wäre es auch okay für Sie, wenn ich die medizinische Akte von Ihnen mitzulasse? Ich? Oh, kein Problem. Okay. Und dann die Frage, wen genau haben Sie denn da verfolgt? Wissen Sie das noch? Nee, leider nicht. Der war halt in diesem weißen Kostüm verkleidet. Ja. Also ist er danach weggekommen? Ja, der ist danach weggekommen. Wer das gewesen ist, keine Ahnung. Okay, verdammt. Na gut. Okay. Also, vielleicht lasse ich Sie dann sogar raus, dann sage ich Ihnen vorher nochmal Bescheid. Weil wir denjenigen dann ja gar nicht quasi überführen können. Müssen wir mal schauen, aber ansonsten wäre das, worauf ich bei Ihnen hinaus möchte. Ne? Dass Sie jemanden verfolgt haben, der hat sich widersetzt und dann hat er auch noch eine versuchte schwere Körperverletzung bei Ihnen gemacht. Ja? Genau. Perfekt, Dankeschön. Wenn Sie Zeit hätten, ich bräuchte Sie unten in den Zellen. Wir hatten einen Tatverdächtiger. Wie heißt denn der? Zwei Stück, die haben wir gerade bei den Hauseinbruch frischer Tat ertappt. Ah, schön. Also eher was Leichteres, ja? Muss ich mal gucken. Das ist was Leichteres. Ja. Vielleicht schicke ich da einen anderen Schatz, mal schauen. Aber es kommt jemand, oder so. Ja? Okay, machen wir so. Danke. Jo, ciao. Was hat er drüben gerade zu tun, ne? So, von PD-19 Bradford will ich wissen, dass sie Grayson identifizieren können. Ist natürlich schlecht, da muss ich den Widerstand rausnehmen und die schwere, versuchte schwere Körperverletzung muss ich auch rausnehmen, wenn wir nicht wissen, wer es war. Das ist scheiße. Maxwell war innen drin. Auch nicht da. Toll. Schwierig. Was wollte ich von Cloud? Cloud. War, glaube ich, Einsatzleitung oder so. Vier Insassen. Pitmanöver. Die vier Insassen öffnen die Türen in Richtung Sümpfe, wo wir drei von vier festnehmen. Ach genau, wen die da festgenommen haben. Genau. Das müssen dann ja die anderen sein, ne? Anderen namentlich Bekannten. Braucht dich Cloud. Nipp. Toll. Und von Max wollte ich den Denver-Ton-Nachweis. Okay, nehmen wir morgen einfach den Widerstand gar nicht erstmal auf. Widerstand und schwere Körperverletzung fällt weg. Dann haben wir immer noch die Freiheitsberaubung. Auf 17. Vermummungsverbot definitiv. Den illegalen Umgang mit Schusswaffen muss ich dann auch rausnehmen.
Hausfriedensbruch, mach mal, weil wir, ne, kreativ sind, mit rein. Ah, hier ist, perfekt. Hey, Ronald. Hallo. Hast du gerade Zeit? Es geht. In 8 Minuten muss ich immer MD sein. Hm, verdammt, nee, dann schaffst du das nicht. Warum? Was brauchst du? Jemand in den Zellen, Hauseinbruch, typisch. Haben die Officer haben gesehen, wo wir die rausgekommen sind und so weiter. Eigentlich geht's schnell, aber 8 Minuten ist, glaube ich, zu wenig. Das könnte sehr sportlich werden, ja. Hm, okay, alles klar. Selber. Graf 17. Wollte ich Sie fragen. Ja. Wir haben ja 4 Dienstfahrzeuge, ne? Ja. Gibt es da ein Konzept zu, wie die Nein. zu nutzen sind? Also nicht privat halt, ne? Nun ja, das ist mir schon klar. Das wäre eher so, fahre ich jetzt mit dem Fahrrad zum MD oder mit dem Auto? Ja, mit dem Auto bitte. Okay. Okay. Darf ich den Raub mit rein? Was haben die geraubt? Autos? Ja, doch, die haben erpresst, dass sie mit den Autos... Ja, ja, stimmt. Nee, die haben hier das Auto geklaut von... Scheiße, die habe ich gar nicht geladen. Das Zeug... Oh, nee, ja. Hab ich vergessen. Die haben doch gesagt, das war mein Auto. Hier, Rachel hat das so gesagt, oder? Ja, die haben meinen Wagen mitgenommen. Ja. Naja... Kann das Markov vielleicht bestätigen? Aber nicht so. Besser. Mit unserem neuen Cabrio. Schade. Kann ich meine Vectra wegparken, ne? Mhm. Ciao, Ghost übrigens. Hier ist ja gar kein... Oh. Ist da drüben eine öffentliche Garage? Ach, steht er jetzt hier? Das ist natürlich praktisch, wenn er jetzt hier steht. Einfach. Das ist ja mega praktisch. Dankeschön. Da haben die den also hinverfrachtet. Ich verstehe. Ja, das Auto sieht schon... Ja, doch, er hat schon recht. Mr. Banks hat einen guten Geschmack. Das sieht schon ganz cool aus. Und er hat recht, es leuchtet nicht so. Ne? Weiß leuchtet sonst immer so. Gerade wenn die Sonne drauf scheint. Das ist schon ganz nice. Blau ist eh unsere Lieblingsfarbe. Passt perfekt auch zum Oberteil heute. Außer. Toll. Geil. Ich finde auch, das passt einfach gut, ne? Steht hier einfach. Und die Haare gucken nicht mehr oben raus. Oh, schön. Perfektes Auto gefunden. RP durchgespielt. Wenn man ein Racing-Car und ein Business-Auto. Hervorragend. Hier stehen Autos auf dem Kopf. War das so? Weiß ich jetzt nicht. Ah, das passt schon noch. Passt da noch rein. Wir haben gelernt, Dach lieber zumachen. Weil, ne? Hört ja regnen. Ja, ich muss dran denken, dass ich den Motor anlassen muss dafür. Zumindest für den Anfang. Bitteschön.